Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel Amüsiertablette. Mein Name ist Hackbart, ich bin einer von drei Let's Playern, die diesen ganzen Channel produzieren. Die eigentlichen Sachen, was wir auf diesem Channel machen, sind sogenannte Let's Plays. Wir zeigen euch Spiele, die uns gefallen, worauf wir Bock haben, lassen euch daran teilhaben. Heute machen wir mal etwas anderes, und zwar wollen wir ein Unboxing machen oder auch einen ersten Eindruck von diesem guten Gerät, was ich hier unten stehen habe. Das ist heute bei mir eingekommen, ein Samsung LED-Monitor 27 Zoll mit der Bezeichnung SD390. Falls ich irgendwas falsch mache, wäre auch immer kurz eingeworfen, das ist mein erstes Unboxing, also nehmt das mir nicht übel, wenn ich mich mal verquatsche. Wir werden den gemeinsam auspacken, wir werden ihn gemeinsam anschließen, werden gemeinsam drauf gucken, wie das ganze Ding aussieht, und ich würde sagen, bis gleich, ciao! So, da sind wir auch wieder zurück. Wie versprochen, wir werden den guten Monitor jetzt einfach mal auspacken. Es gibt den Monitor in zwei Versionen. Und zwar einmal die, die ich gekauft habe. Das ist mit einem HDMI-Anschluss, einem DSAP-Anschluss zum normalen Gebrauch für einen PC. Und die zweite Version ist einmal mit zwei Monitoren, mit zwei HDMI-Anschlüssen, geeignet auch zum Fernsehen gucken. Und zwar ist dort ein DVB-T-Tuner drin, womit wir dann schön Fernsehen am PC gucken können. Ich habe mich jetzt aber für die entschieden, denn ich sehe es nicht für notwendig, jetzt auch noch hier ein DVB-T-Monitor zu haben. So, wir packen das gute Gerät mal aus. Das macht einen unglaublich großen Eindruck. Ich werde hier jetzt einfach mal den Monitor auspacken. Der ist mega groß. Lege das einfach mal hier erstmal beiseite. Das wäre dann der Monitor, den wir hier drin haben. Rollen uns mal weiter nach unten. Verpackung ohne Ende. So. Ein externes Netzteil, was natürlich den Monitor extrem dünn macht, finde ich sehr gut, denn ich kann ihn dann noch weiter bei mir an die Wand ranstellen. Wir haben hier den Standfuß. Ich mach das mal hier zu. Der sieht natürlich sehr edel aus. Kein Glas, ist Plastik, sieht aber trotzdem sehr cool aus. Dann haben wir den Stromanschluss, ein DSAP-Kabel und die Gebrauchsanweisung, die wir eigentlich für den Monitor nicht brauchen. Und den Standfuß. Packen wir aus. Der sieht sehr groß aus. Muss er auch wahrscheinlich bei der Größe an Monitor. Wir ziehen das Ganze mal ab. Es ist sehr viel Kram hier. Ja, schöne Klavierlack auch. Klavierlack-Optik, man sieht, das blendet wahrscheinlich jetzt ein bisschen in der Kamera. Wir packen das mal beiseite, holen hier mal alles raus, was wir haben. Und am Ende packen wir nochmal den Monitor aus. Der ist dann hier. Sorry. So, da ist das gute Stück auch wieder die Klavierlack-Optik. Extrem geschützt mit Folie ohne Ende. Hoch. Und dort ist dieses Riesenteil. Sehr schön. Sieht sehr cool aus. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal zusammenbauen und dann sehen wir uns bis gleich. Ciao! So, Freunde, willkommen zurück. Wir wollten den Monitor aufbauen. Das ist ganz einfach, und zwar ist hier der Standfuß. Ist eigentlich alles selbsterklärend. Unten ist noch eine richtig fette Schraube, die uns natürlich dann vorgibt, was wir schrauben müssen. Was jetzt nicht unbedingt so schwer ist. So, Freunde, ich habe den Standfuß mal zusammengebaut. Der sieht so aus. Dann werden wir jetzt noch einfach den Monitor dort hineinstecken. Das ist eigentlich eine relativ einfache Sache, und zwar einfach nur eine Klickfunktion. So, der ist dann auch drin. Viele sagen online, dass er ziemlich wackelt. Ich persönlich finde den ordentlich. Also er steht, ich hätte nicht gedacht, da gibt es mein alter BenQ-Monitor, der dort dran ist, der ist nicht so toll. Der wackelt ein bisschen mehr, der steht echt fest. Gut, wir werden ihn jetzt einfach mal anschließen, gucken uns das Bild an und dann werde ich euch noch ein paar Informationen dazu einblenden, damit wir gucken können, ob er euch gefällt, ob ihr ihn kaufen möchtet oder nicht. Bis dann, ciao.
So, der Monitor steht soweit wie versprochen, nachdem wir ihn jetzt aufgebaut haben. Ich mache ihn an, wie gesagt, hier unten. Das hier alles sind nur noch Touch-Knöpfe, das heißt, man muss nichts mehr reindrücken, es ist nichts mehr hinter diesem Display. Wir machen den hier einfach mal auf Power an. Die schöne kleine blaue Lampe leuchtet und dort ist das Bild des Samsung-Monitors. Was in vielen Rezensionen in unterschiedlichen Foren oder Käufen erzählt worden ist, dass der Monitor hier am Rand teilweise einen hellen Rand hat. Also der wird hier heller. Ich habe festgestellt, dass bei mir das nur hier ist, was mich persönlich nicht weiter stört. Einen leichten Grauschleier hat er hier im kompletten Rahmen. Ich denke aber einfach, dass dieser Monitor dadurch, dass es nur 1080p Monitor ist oder einer ist, das auf diese Größe gar nicht so wirklich verarbeiten kann, wenn man zu nah dran ist. Man sollte schon etwas weiter weg sein, sonst ist das nichts für einen. Man sieht, umso näher man natürlich rankommt, die Pixel. Das kann man nicht mit einem 24-Monitor vergleichen, wie mein BenQ, der hier nebenan steht. Mir gefällt auf jeden Fall so, wie er aussieht. Ja, ich habe ein paar Sachen drauf. Ich könnte mal ins Menü gehen für euch. Auch hier unten der Menüknopf. Dort haben wir zur Auswahl das Menü. Den Game Mode, das ist sehr interessant. Da könnten wir mal gucken. Eine Volume-Lautstärke und die Source-Einstellung, was wir an Eingang haben. Wir gehen einfach mal ins Menü rein. Das sieht dann einfach so aus. Ich habe mir das schon mal auf Deutsch gestellt, damit man dort mal durchbuddeln kann. Bild erklärt sich von alleine. Die Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Spielmodus. Der Spielmodus soll das Bild noch ein bisschen heller machen und auch so ein bisschen einen leichten 3D-Effekt einarbeiten. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich ausprobieren will. Wir werden den einfach mal kurz anmachen. Ihr seht das schon selber. Es ist gerade heller geworden. Der Touch... die Touchpunkte hier unten, die reagieren nicht immer sofort. Das heißt, man gerade mit fettigen Fingern oder sowas wird man da seine Probleme haben. Wir machen einfach mal den Spielemodus wieder aus. Dann geht das weiter. Samsung Magic Bright. Dort kann man letztendlich noch einstellen, ob auf Standard, Kino, Optimalkontrast oder Benutzer definiert. Ich habe jetzt meins auf Benutzer definiert, bin damit sehr zufrieden. Samsung Magic Upscale, bin ich mir nicht so sicher, was das ist. Die Bildgröße, das ist eigentlich Schwachsinn, denn da passiert nicht wirklich was, egal was ich mache, Auto oder Breit, es bleibt dabei. Wer weiß, was sie damit bewirken wollen. Und die Reaktionszeit, die man hier noch einstellen kann, dort Standard, schneller und am schnellsten. Ich lasse ihn einfach auf schneller, das wurde auch so online empfohlen. In dem Farbenbereich können wir natürlich Rot, Grün, Blau, die Farbtemperatur und das Gamma einstellen. Ich würde euch empfehlen, also meine Einstellungen jetzt sind aktuell Rot, Grün, Blau jeweils auf 50, Farbtemperatur auf Normal und Gamma auf Modus 3. Das wird soweit empfohlen, auch in verschiedenen Foren. Ich habe das gemacht, bin sehr glücklich damit, denn am Anfang wird der Monitor sehr dunkel sein, denke ich, für euch. Da müsst ihr euch ein bisschen einfriemeln. Menüeinstellungen erklärt sich von alleine, die Sprache Deutsch. Anzahl der Dauer ist, wie lange das Menü an sich komplett da bleiben soll, bevor es wieder verschwindet. Ich habe jetzt 20 Sekunden eingestellt, das ist wunderbar. Transparenz erklärt sich im Prinzip auch von alleine. Ob das Menü ein bisschen halbwegs Transparenz sein soll oder nicht. Ich habe es auf eingeschaltet. Wir gehen mal einen Meter zurück. Dort können wir im Setup- und Reset-Modus das ganze Gerät auf unsere Werkseinstellung zurücksetzen, einen Öko-Sparmodus anmachen, automatisch aus, ist im Prinzip, wenn der Monitor nicht bewegt wird oder sonst irgendwas, dass er sich danach ausschaltet. Dann haben wir einen PC-AV-Modus. Ich habe ihn selber noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, für was er gut sein soll. Wir gucken mal. Okay, also es ist entweder für den PC der Monitor gedacht oder wenn wir einen Receiver machen, um dann Fernsehen gucken zu können. Wir gehen hier mal wieder zurück. Dann haben wir eine Tastenwiederholzeit, Beschleunigung und Quellenerkennung Auto. Das ist natürlich selbstverständlich. Dort können wir die den Source auswählen, was wir an Eingang haben, ob D-Sub, HDMI oder VGA oder sonstartige Spielchen. Dann die Information des Monitors, das ist nochmal ganz interessant. Momentan habe ich HDMI angeschlossen. Mit 60 Hertz auf einer Größe von 1920x1080. Optimaler Modus von dem Monitor ist 1920x1080 auf 60 Hertz. Das heißt,
optimal eingestellt. Wir gehen mal wieder zurück ins Menü nach oben, denn ich wollte euch nochmal die Bildeinstellung zeigen, die ich jetzt für mich eingestellt habe, wo ich sagen kann, ich bin sehr glücklich damit. Das ist aktuell die Helligkeit auf 100%, Kontrast 95, Schärfe habe ich 60. Damit, mit der Schärfe sollte man ein bisschen spielen, denn wenn man jetzt hier zu weit runter geht, dann wird das alles sehr milchig. Man sieht, es verschwimmt alles sehr viel. Und wenn man sehr hoch geht, ich drehe es mal jetzt auf 100, dann wird das so scharf, dass das fürs Auge nicht mehr angenehm ist. Also ich denke, mit 60 seid ihr gut dabei. Dann den Spielemodus aus an, den habe ich euch eben gerade gezeigt. Dort rutschen wir nochmal kurz rein. Es wird einfach heller und ein leichter 3D-Effekt. Brauche ich jetzt nicht wirklich, bin auch nicht glücklich darüber, dass wenn der an ist. Und das war es eigentlich mit den Einstellungen. Wie gesagt, ein bisschen selber rumprobieren müsst ihr auf jeden Fall. Wer den leichten Grauschleier bzw. den Hellton, der hier am Rand ist, stört, sollte das nicht machen. Ich denke, bei dunkleren Bildern, ich kann hier jetzt mal ein dunkleres Bild einstellen. Wir switchen hier mal kurz auf ein Schwarz. Vielleicht erkennt man das. Ganz leicht wird der Monitor hier heller. Mich selber stört es nicht, denn ich gucke nicht wirklich an den Rand, sondern in die Mitte des Monitors. Ja. Entscheidet selber, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, euch das angeguckt habt. Alles weitere Informationen werde ich von diesen Monitoren unten in die Beschreibung reinschreiben und hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und wünsche euch noch was. Bis dann, ciao!